Friedrich Merz zeigt sich kämpferisch. Er will die Deutungshoheit über das Migrationsthema behalten. Offensichtlich ist er der Auffassung, dass derjenige, der dieses Problem löst, die kommende Bundestagswahl für sich entscheidet. Und er rechnet wohl damit, dass mit diesem Thema eben die Union in Richtung 40% marschieren kann. Er hat jetzt zwei Vorschläge gemacht und beide Vorschläge treiben die Ampel in die Enge. Der erste Vorschlag ist, die Union wird selber einen Antrag im Bundestag stellen. Das ist auch, was gestern schon, oder beziehungsweise vorgestern, Wolfgang Kubicki gesagt hatte. Und ich habe nicht geglaubt, dass die CDU darauf reagieren würde. Denn es war ganz klar, dass Kubicki gesagt hat, jetzt ist der Ball bei Friedrich Merz. Wenn er so ein Macher ist, wenn er tatsächlich sagt, aha, ich bin toll und ich werde hier das Thema lösen, ja, dann soll er eben einen Antrag stellen. Aber dieser Antrag, wie ich gestern schon erläutert habe, geht nur durch mit den Stimmen der AfD, des Bündnisses Sahra Wagenknecht und mit den Stimmen der FDP plus die paar Ex-AfD-Abgeordneten, die im Bundestag sitzen, Leute wie Johanna Kotter und andere. Möglicherweise wird auch ein Teil der SPD und ein Teil der Grünen für diesen Antrag stimmen. Aber jedenfalls ist das ganz klar ein Antrag, der sich gegen die Grünen oder gegen einen wichtigen Teil der Grünen und gegen die SPD richtet. Das heißt, es würde die ganzen Mehrheitsverhältnisse im Bundestag auseinanderwerfen, wenn tatsächlich dieser Antrag schließlich gestellt wird von der CDU. Und zwar, die Unionsfraktion, ich lese hier vor aus Zeit Online, das ist eine dpa-Meldung, ich lese nur die wichtigsten Sätze, damit Sie die Fakten haben. Die Unionsfraktion will einen eigenen Antrag zu Zurückweisungen an der Grenze in den Bundestag einbringen. Genau das ist, was Kubicki vorgeschlagen hat. Dieser trägt den Titel für eine echte Wende in der Asyl- und Migrationspolitik. Zurückweisungen an den deutschen Grenzen vornehmen. Ich nehme an, dass Kubicki schon wusste, dass dieser Antrag existiert. Und möglicherweise haben die sich abgestimmt, Friedrich Merz mit Kubicki. Und Merz hat Kubicki gesagt, pass auf, sag das doch mal und dann machen wir das. Ja, und damit bereitest du schon die FDPler vor, die auf unserer Seite sind. Und damit entsteht schon eine gewisse Diskussion. Ich nehme an, das ist nicht völlig spontan das Ganze gewesen. Ich nehme an, das Ganze ist tatsächlich irgendwie kombiniert worden. Ja, denn offensichtlich gibt es einen Widerstand innerhalb der FDP gegen Marco Buschmann. Er will unbedingt sozusagen auf der Linie der Ampel bleiben. Er schlägt zwar sehr drastische Maßnahmen vor, also zum Beispiel die totale Kürzung von Sozialleistungen für Flüchtlinge, die eben kein Asyl bekommen, also die sozusagen schon eigentlich ausreisen müssten. Ja, er sagt, okay, ihr kriegt bloß ein Flugticket nach Hause und das war's. Ja, also er ist auch ziemlich für drastische Maßnahmen, aber er hat immer noch diese ganze Rhetorik, ja, wir müssen EU-Recht beachten und die Rechtsprechung und das an der Grenze ist ganz schwierig und so weiter. Das heißt, insgesamt ist er noch auf der Seite von Nancy Faeser, ja, die ja auch ihre Maßnahmen verschärft hat. Ja, das heißt, sie will ja, dass die Einwanderer eben nahe an der Grenze bleiben und dort eben sehr schnell entschieden wird und so weiter. Wie gesagt, diese ganzen Geschichten wurden im Moment von der Polizei schon ja als unpraktikabel etikettiert. Aber dennoch, also das ist mehr oder weniger die Situation. Das heißt, ich nehme an, Merz hat dem Kubicki gesagt, sag das erstmal und dann bilden sich schon gewisse Strömungen innerhalb der FDP, die dann Druck machen, damit die FDP dann sich auf die Seite der Union stellt. Und wie heißt es weiter? Angesichts der aktuellen Migrations- und Sicherheitslage habe Deutschland eine Ausnahmesituation im Sinne dieses Artikels erreicht, heißt es. Umfassende Zurückweisungen an den deutschen Binnengrenzen sind demnach rechtlich zulässig. Sie sind praktisch möglich und mit Blick auf die gegenwärtige Lage jetzt geboten. Und das haben auch eine ganze Reihe von Verfassungsrechtlern gesagt, Papier und andere, die ich hier schon mehrmals zitiert habe. Auch Politiker der Koalitionspartei FDP, also von der Ampel, befürworten Zurückweisung. FDP-Generalsekretär Bijan Dirsaray, ich hoffe, dass ich das einigermaßen richtig ausspreche, sagt in der Bild-Zeitung, wir stehen bei Migration der Union nahe. Wir sind auch nach wie vor bereit, ihre Vorschläge gemeinsam mit uns zu setzen. Aber wie gesagt, die unglaubliche Unterstützung von Marco Buschmann für die ganzen Vorschläge der
der Ampelregierung, also insbesondere von Frau Nancy Faeser, zeigen, dass da ein gewisser Konflikt innerhalb dieser Partei steht. Ich nehme an, das Ganze war ein bisschen vorbereitet, aber ich nehme auch an, dass Friedrich Merz es gewurmt hat, dass man ihm vorgeworfen hat, dass er bewusst die ganzen Gespräche mit der Ampel sprengen wollte. Das haben tatsächlich relativ viele gesagt. Das war auch, ehrlich gesagt, mein Eindruck. Am Dienstag, die haben sie ja getroffen zu diesem sogenannten Asylgipfel. Ja, und dann sind sie nach 2 Stunden aufgestanden und sind abgehauen. Ja, einige Leute haben gesagt, das war im Grunde berechtigt, denn solange man nicht bereit ist, Zurückweisungen in großem Stil an der Grenze zu machen, ändert sich nicht. Alles andere kann man ja so auch beschließen und hätte schon längst beschlossen werden sollen. Das heißt, eine richtige Änderung eigentlich, eine richtige Wende, was die Leute wollen, ist tatsächlich die massive Zurückweisung an den Grenzen. Und das wollen 77% der Deutschen inzwischen. Ja, sogar eine relative Mehrheit der Grünen-Wähler will das. Also ich meine, Friedrich Merz weiß, dass er im Grunde genommen die Mehrheit der Menschen vertritt. Ja, und ja, also das ist ganz klar. Aber nochmal, das Interessante an diesem Antrag, der geht, wenn tatsächlich die SPD sagt nö oder die Grünen sagen nö, also mehrheitlich, dann braucht er die Stimmen der AfD und des Bündnisses Sahra-Wagenknecht. Das heißt, da wären zunächst mal, ja, zumindest in diesem Thema, erstmal die ganzen Brandmauern, die die CDU aufgestellt hat, erstmal weg. Und deshalb meine ich, dass er letztendlich, was er vor allem will, ist die Ampel unter Druck zu setzen. Und da hat er jetzt einen zweiten Vorschlag auch heute gemacht. Ja, er will sich nochmal mit der Ampel unterhalten. Und zwar anlässlich von, also nachdem er sich mit Christian Lindner getroffen hat. Das heißt, Sie sehen, er arbeitet sozusagen zweigleisig. Auf der einen Seite sagt er, aha, ich bedrohe euch mit unserem eigenen Antrag. Ja, auf der anderen Seite sagt er, pass auf, machen wir doch Folgendes. Ja, und zwar eine zeitlich terminierte Schließung sozusagen der Grenzen mit massiven Zurückweisungen. Ja, das lese ich hier kurz aus dem Fokus. Die haben das hier sehr zusammengefasst mit den ganzen Zitaten. Unionsfraktionschef Friedrich Merz zeigt sich nach dem Scheitern der jüngsten Migrationsgespräche zwischen der Regierung und Union offen für ein neues Treffen mit der Ampelspitze. Wie gesagt, es ist interessant, dass dieses neue Angebot gekommen ist, nachdem die FDP sich sehr stark, außer Marco Buschmann, sich sehr stark auf die Seite von Friedrich Merz gestellt hat. Das heißt, die SPD zumindest muss wissen, dass sie irgendetwas machen muss. Ja, weil wenn die FDP am Ende für die CDU stimmt, in diesem ersten Antrag, ja, dann kann die SPD natürlich die FDP rausschmeißen aus der Fraktion, aus der Koalition. Aber das würde bedeuten, dass Olaf Scholz müsste dann die Initiative treffen, mit einer Minderheitsregierung eben zu regieren. Aber das wäre für die FDP gewissermaßen ideal, denn die FDP, das ist völlig klar, sie wollen nicht von sich aus die Koalition verlassen, aber sie sind wahrscheinlich glücklich, wenn man sie rausschmeißt. Denn erstens, diese ganzen Minister werden weiterhin ihre Pension bekommen, ja, und außerdem noch sieht es nicht so aus gegenüber der Öffentlichkeit, dass die FDP die Ampelkoalition zerstört hat, sondern sie wurden eben von der SPD rausgeschmissen und deshalb, weil die FDP eben das machen wollte, was 77% der Bevölkerung wollten. Ja, also das ist, ich glaube, das ist der wichtigste Aspekt in dieser ganzen Geschichte. Ja, das heißt, das ist die Art und Weise, wie die FDP ihre Haut retten will und eben nicht untergehen, damit sie nicht untergehen bei den kommenden Bundestagswahlen. Wenn FDP Christian Lindner überzeugt ist, dass ein Gespräch auf Chefebene uns näher an eine echte Wende in der Asyl- und Migrationspolitik bringt, dann stehe ich selbstverständlich zur Verfügung, sagte Merz. Aber es geht weiterhin um Zurückweisung an der Grenze. Diese Maßnahme muss im Mittelpunkt eines Gesprächs stehen. Und was schlägt da jetzt konkret der Ampel vor? Das ist sozusagen eine etwas mildere Fassung des Antrages, den die CDU direkt im Bundestag stellen würde. Und zwar eine Zurückweisung an der Grenze von 3 Monaten, ja, ab dem 1. Oktober. Wenn es der Ampel so schwer fällt, das zu akzeptieren, dann schlage ich vor, dass wir diese Zurückweisung ab dem 1. Oktober zunächst für 3 Monate lang vornehmen. Allein die Signalwirkung dieser Maßnahme werde den Zustrom nach Deutschland in kürzester Zeit stark reduzieren. Nach den 3 Monaten ziehen wir dann Bilanz. Die Bundesregierung werde vielleicht dann erkennen, dass dies der richtige Weg sei, fügte er hinzu.
Ich meine, die Frage natürlich ist, wie wird die Polizei reagieren? Denn sie sagen, okay, ich meine, wir können doch jetzt nicht für 3 Monate eine unglaublich große Kapazitäten eben jetzt bewegen, um an der Grenze zu stellen, wenn wir wissen, dass in 3 Monaten das alles wieder vorbei ist. Also ich meine, das ist natürlich schon ein Kraftakt, das Ganze. Ja. Aber ich glaube, Friedrich Merz macht sich gar keine großen Gedanken eigentlich über die, ja, die Praktikabilität dieser Geschichte. Ja, und ob das tatsächlich so effizient ist. Denn ich meine, dann könnten viele sagen, also die ganzen Schlepper sagen, okay, gut, dann werden wir 3 Monate lang warten, es ist sowieso Winter, dann bleiben wir irgendwie, ja, nicht unterwegs, also wir bleiben nicht irgendwie auf dem Weg nach Deutschland, dann warten wir eben auf den 1. Januar oder Februar, ja, und da geht es dann weiter. Das heißt, dann sinkt tatsächlich die Migration, dann könnte tatsächlich passieren, okay, das ganze Problem ist jetzt erledigt, ja, das Ganze ist doch jetzt gelöst, und sollte es wieder dazu kommen, dann werden wir wieder mit diesen Grenzkontrollen anfangen. Also das könnte natürlich auch das ganze Kalkül derjenigen sein, die eben diese ganze Migration ja auch steuern. Ja? Also, also ich nehme an, viele werden sagen, eine terminierte Grenzkontrolle, ja, auf 3 Monate ist zu knapp. Ja? Also das ist, ich nehme an, das werden viele sagen, denn es ist das, was er sagt, ist richtig. Das heißt, viele werden dann gar nicht mehr kommen. Das heißt tatsächlich, dass dann die Zahlen reduziert werden, ja, geringer sein werden, das ist völlig klar. Aber möglicherweise wird es dann gar keine Zurückweisung geben, beziehungsweise die ganzen Länder, die ja sowieso jetzt schon ziemlich sauer sind mit Deutschland, also Polen, Österreich und so, die werden natürlich selber dann mehr kontrollieren an den Grenzen. Das heißt, diese Maßnahme wird eigentlich im Grunde dazu führen, dass weniger Leute an die deutsche Grenze kommen, und deshalb ist das möglicherweise gar nicht repräsentativ, dieser Test von 3 Monaten. Aber das sind jetzt eigentlich die praktischen Gründe. Was jetzt eben interessant ist, wie werden die Ampelparteien SPD und Grüne auf diesen Vorschlag eben reagieren. Denn es ist ganz klar, Nancy Faeser und Olaf Scholz sind ja nicht blöde. Ja? Das heißt, sie wissen, dass sie im Grunde genommen die Leute in Deutschland enttäuscht haben. Ja? Sie wissen, dass die Leute schlicht und ergreifend erwarten, dass die Regierung etwas Drastisches macht, um dieses Problem endlich in den Griff zu kriegen. Ja? Dann könnte es tatsächlich sagen, okay, machen wir mal. Ja, machen wir mal bis zum 1. Januar. Also wie gesagt, das Ganze soll am 1. Oktober anfangen und dann 3 Monate dauern. Und dann sehen wir weiter. Und da wäre zumindest, ja, Druck weg vom Kessel. Ja, das ist vielleicht, was die Ampel jetzt will. Und dann nächstes Jahr in 3 Monaten, das ist in der Politik sehr viel Zeit, dann kann sehr viel passieren. Da sind natürlich vielleicht auch neue Themen irgendwie auf der Agenda und so weiter und so fort. Und da kann etliches wieder passieren. Und bis dahin kann man tatsächlich diese ganzen an Maßnahmen, die Nancy Faeser haben will, Abschiebung beschleunigen, etc., 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 vielleicht wirken diese Geschichte, und dann wird es gar nicht mehr notwendig, eigentlich groß auf diese Grenzkontrollen eben zu pochen. So das Kalkül von Nancy Faeser. Mal sehen. Aber sie weiß, wenn die Ampel im Grunde genommen da nicht irgendwie tatsächlich, ja, etwas Essentielles liefert, ja, ist völlig klar, dass die eben ja, untergehen werden, zusammen mit den Grünen. Aber die Grünen haben das schon eingepreist. Ich glaube, die Grünen wissen, dass sie eben im Grunde genommen jetzt diese 20% eben vertreten, die eben keine Grenzkontrollen haben will. Sie will sozusagen die Partei werden der absoluten Freiheitlichkeit in der Einwanderungspolitik. Also das ist offensichtlich die Rolle, mit der sich die Grünen eben schon, ja, abgefunden haben. Und das werden sie nicht beenden. Das heißt, die Frage ist, inwiefern wird die SPD einschätzen, dass sie, wenn sie sich tatsächlich an die Grünen anketten, dass sie mit den Grünen zusammen abschmieren.